Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Frau Kollegin Brünnel, wenn Sie möchten, können Sie jetzt erwidern. Sie müssen aber nicht erwidern. Danke schön. Dann kommen wir zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die inklusive Gesellschaft ist uns Freien Demokraten ein wichtiges Anliegen. Es sind weiterhin viele Barrieren abzubauen, damit allen Chancen und Teilhabe möglich sind. Wir sprechen heute in zweiter Lesung über das Behindertengleichstellungsgesetz, um das es bereits in der letzten Legislaturperiode viel Streit gegeben hat. Die Koalitionsfraktionen von CDU und GRÜNEN verweigerten eine Anhörung. Das ist so, auch wenn heute der Dank für die dann doch erzwungene Anhörung geäußert wurde. Die Anhörung, die die Oppositionsfraktionen damals allein durchführten, offenbarte erhebliche Mängel. Dieses sehr eilig sozusagen auf den letzten Metern der letzten Legislaturperiode eingebrachten Gesetzentwurfs. Daraufhin zog die Koalition den Gesetzentwurf zurück und brachte ihn in dieser Legislaturperiode erneut ein. Die offizielle Anhörung ist im Sozialpolitischen Ausschuss durchgeführt. Das heißt, wir haben nun ein normales Verfahren durchlaufen, so wie es üblich und angemessen ist. Wenn ich jetzt zum Thema Hebammen sprechen würde, fiele mir dazu das Bild der schweren Geburt ein. Mit Ihrem Änderungsantrag haben die Koalitionsfraktionen nach der Anhörung nochmals nachgebessert. Das ist erfreulich und betrifft auch wesentliche Punkte, die in der Anhörung eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. Allerdings sind die Veränderungen nicht ausreichend. Zunächst will ich die positiven Veränderungen hervorheben. Behinderte Personen erhalten das Recht, notwendige Hilfsmittel ohne Einschränkung nutzen zu können. Dies betrifft, um ein praktisches Beispiel zu nennen, das Mitführen eines Blindenhundes. Die Anzuhörenden haben hier klargemacht, dass es immer wieder vorkommt, dass sie bei Behörden auf Schwierigkeiten stoßen, wenn sie ihren Assistenzhund mitbringen. Dies wird nun geregelt, und das ist auch dringend geboten. Auch ein weiterer Punkt, der von fast allen Anzuhörenden vorgetragen wurde, wird nun im Änderungsantrag geregelt. Die taubblinden Menschen spielten im Gesetzentwurf bisher keine Rolle. Sie wurden offensichtlich vergessen. Nun werden sie miterwähnt und bei der Aufzählung der Behinderungen berücksichtigt. Und noch ein dritter Kritikpunkt aus der Anhörung findet Berücksichtigung. Es soll eine Aufwandsentschädigung für diejenigen geben, die ehrenamtlich die Arbeit der Landesbehindertenbeauftragten unterstützen. Auch das ist positiv. Die Kollegin Brünnel hat für die Koalition ja vermerkt, gut, dass es die Anhörung gab, dafür hat ja die Opposition gehört, gesorgt, hat sich bedankt für die vielen Anregungen, hat dann aber leider viel zu wenig davon übernommen. Deswegen muss man sich so ganz verstehen, was hier gesagt wurde. Allerdings findet vieles keine Berücksichtigung bei den Regierungsfraktionen, was in der Anhörung massiv kritisiert wurde. Wichtig war den Interessenvertretungen behinderter Menschen, dass die Stellung der Behindertenbeauftragten in den größeren Kommunen verbindlicher gestaltet werden sollte. Das hätten wir als Freie Demokraten für sinnvoll erachtet. Unverständlich ist auch, dass sie keine Schlichtungsstelle, so wie es sie auf Bundesebene gibt, vorsehen. Sehr nachvollziehbar war der Wunsch der Interessenvertretung, dass die behinderten Menschen im Inklusionsbeirat die Mehrheit haben, damit nicht Beschlüsse gegen ihren Willen gefasst werden können. Solche Änderungen wären angebracht. Das, was Sie hier vorgelegt haben, ist das absolute Minimum, so würde ich das bezeichnen. Ein Fortschritt, ja, aber auf sehr niedrigem Niveau. Auch wieder Kollegin Brünnel hat ihre Ziele vorgetragen. Da sind wir uns ja alle einig. Wir haben die gleichen Ziele, Inklusion und Teilhabe ausbauen. Aber wenn man dann hier die Gelegenheit hat, mit diesem Gesetz einen Gesetzentwurf vorzulegen, der dann auch ein Fortschritt ist, dann hätte man ihn genutzt. Also dann helfen auch die Ziele nicht, wenn man es dann letztendlich auch gar nicht umsetzt. Und deshalb werden wir dem Gesetzentwurf in dieser viel zu unreichenden Fassung nicht zustimmen, werden uns enthalten. Aber dem Gesetzentwurf, der von SPD und LINKE hier vorgestellt wurde, der trifft die Vorstellung der Freien Demokraten sehr viel stärker. Und dem werden wir zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Enners. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz wurde am Maßstab der UN-Behindertenrechtskonvention ausgerichtet und soll so für eine Verbesserung des Verständnisses für die Belange von Menschen mit Behinderungen bei den öffentlichen Trägern sensibilisieren, insbesondere durch die Aufnahme der Übertragbarkeit in einfache bzw. leichte Sprache sollen Verbesserungen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen erreicht werden. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten beschreiben Sie die Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Eine gute Formulierung und ein hehres Ziel. Einzig die Umsetzung ist noch nicht ausreichend. Schauen wir uns dazu ein paar Stellen Ihres Entwurfs an. Sie schreiben, dass bestehende Bauten schrittweise mit dem Ziel einer weitreichenden Barrierefreiheit zu gestalten sind, davon aber abgewichen werden kann, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die Barrierefreiheit erreicht werden könne. Meine Damen und Herren, diese Formulierung bemängelt der VdK Hessen-Thüringen in seiner schriftlichen Stellungnahme nicht umsonst. Denn diese Formulierung führt zu Interpretationsspielräumen und damit zur Rechtsunsicherheit. Seien Sie doch mutig und streichen Sie die Ausnahmen vollständig. Drücken Sie doch deutlich aus, dass auch die kommunalen Gebäude vollständig barrierefrei gestaltet werden müssen. Verpflichten Sie die kommunalen Gebietskörperschaften dazu, soweit es rechtlich möglich ist. Ebenfalls findet man im Gesetzestext keinerlei Fristen, bis wann die Gebäude barrierefrei umgebaut sein müssen. Da stellt sich doch die Frage, warum fehlt Ihnen hier der Wille, eine Frist zu setzen? Dass die Landesregierung einmal pro Jahr dem Landtag einen Bericht über den Stand der im Eigentum des Landes stehenden Gebäude hinsichtlich der Barrierefreiheit geben muss, ist lobenswert und gut. Wir verstehen nur nicht, warum diese Berichtspflicht nicht auch auf die vom Land angemieteten bzw. genutzten Gebäude ausgedehnt wird. Denn auch über diese Gebäude müsste die Landesregierung vollends berichten. Weiterhin schreiben Sie, dass nur noch barrierefreie Gebäude angemietet werden sollen. Es wäre schön gewesen, wenn Sie dieses nicht im nächsten Atemzug schon wieder erheblich einschränken würden. Da sagen Sie nämlich, dass die Anmietung unter dem Vorbehalt steht, ich zitiere, soweit die Anmietung nicht eine unangemessene wirtschaftliche Belastung zur Folge hätte. Meine Damen und Herren, diese Vorgehensweise widerspricht dem Geiste der Behindertenrechtskonvention. Deutschland hat diese Konvention nicht unterschrieben, damit die Anwendung der Konvention durch vorgeschobene wirtschaftliche Gründe quasi ausgehebelt oder aufgeweicht wird, sondern um sie umzusetzen. Der Bundesverband der Berufsbetreuer bemängelt in seiner Stellungnahme, dass hier auch die Privatwirtschaft ausgespart wird. Dies hatte ich in meiner ersten Rede schon angemerkt, aber wiederhole es gerne, um die Wichtigkeit noch einmal zu unterstreichen. Barrierefreiheit hat in die digitalen Medien Einzug zu halten, und keiner von uns möchte, dass Menschen mit Behinderung von den neuen Medien und Technologien ausgeschlossen werden. Also warum sorgen Sie nicht gemeinsam mit den Kommunen und Kreisen dafür, dass die Angebote im Internet für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes ausgebaut werden? Ich bleibe bei dem Vergleich mit dem Vorzeigeland Estland. Während dort die digitalen staatlichen Angebote von der Beantragung des Passes bis hin zur Ummeldung reichen, sind die digitalen Angebote hier und heute einfach nur unbedeutend gering, und das in einem Hochtechnologieland wie Hessen. Nicht nur, dass mit dem Ausbau der Angebote im Internet Kosten eingespart werden können, nein, mit der Umsetzung der Barrierefreiheit auf Internetseiten der Kommunen kann das Angebot für Menschen mit Behinderung, egal ob sinnes- oder bewegungseingeschränkt, speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Damit würde diesen Menschen ein weiterer Schritt in Richtung selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Sie sprechen in Ihrem Gesetzentwurf in diesem Zusammenhang von Zielvereinbarungen, die zwischen Landesverbänden von Menschen mit Behinderung und Unternehmen bzw. Unternehmensverbänden geschlossen werden können. Zielvereinbarungen sind gut, aber wirkungslos, wenn es nicht einen durchsetzungsfähigen Rechtsanspruch auf Verhandlungen gibt und erst recht dann nicht, wenn Verstöße gegen die Zielvereinbarungen nicht sanktionierbar sind. Leider vermissen wir von der AfD eine entsprechende Regelung im Gesetzentwurf, da eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung oder des Verzugs vorsieht. Auch machen Ihre Regelungen zu den Zielvereinbarungen deutlich, dass Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, sich davor scheuen, die Privatwirtschaft verpflichtend einzubinden. Ich sprach es bereits schon einmal an. Österreich zwingt gesetzlich dazu, dass nicht nur die kommunalen bzw. die staatlichen Internetseiten barrierefrei sind, sondern auch die Internetseiten der Privatwirtschaft müssen barrierefrei sein. Die digitale Barrierefreiheit der Privatwirtschaft ist, wenn überhaupt, hier noch immer nur auf freiwilliger Basis gegeben. Ihre Kollegen in Berlin ignorieren diesen Zustand leider, und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ihnen hier in Hessen fehlen der Mut und der Wille, den letzten Schritt auch wirklich konsequent zu gehen. Erneut wird deutlich, dass die Absicht Ihres Gesetzentwurfs zwar gut, Ihre Umsetzung aber immer noch sehr verbesserungswürdig ist. Meine Damen und Herren, Deutschland hat in 2007 die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. In 2009 ist sie in Kraft getreten. Damit hat sich Deutschland und somit natürlich auch Hessen verpflichtet, alles laut UN-BRK umzusetzen und nicht der Sparsamkeit zu opfern. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Enners. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist Herr Abg. Max Schad. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Einbringung des Gesetzentwurfs im Februar habe ich an dieser Stelle bereits gesagt, dass es unser Ziel ist, die Rechte von Menschen mit Behinderungen spürbar zu stärken. Heute, nach der zurückliegenden Anhörung im Ausschuss, kann ich für die CDU-Fraktion feststellen, dass wir dieses Ziel mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreichen werden. Wir sind uns alle einig. Wir wollen die gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verbessern. Wir wollen Barrieren abbauen und Parallelstrukturen reduzieren. Über all dem steht das Ziel eines selbstbestimmten Lebens. Als Land Hessen gehen wir mit der Änderung des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes mit gutem Beispiel voran. Bis zur vollständigen gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist zwar noch einiges zu tun. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sind wir aber auf dem richtigen Weg, auch wenn das mancher hier im Haus ganz offenbar nicht wahrhaben mag. Liebe Kollegen, wir wollen, dass Barrierefreiheit in öffentlichen zugänglichen Gebäuden genauso selbstverständlich wird wie ein barrierefreier Zugang zu digitalen Verwaltungsangeboten. Menschen mit geistigen oder seelischen Einschränkungen haben wie jeder andere Mensch das Recht, den Inhalt von Behördendokumenten nachvollziehen zu können. Deshalb soll es künftig Angebote in leichter und einfacher Sprache geben. Damit schaffen wir in relevanten Bereichen des Alltags erhebliche Verbesserungen. Zu solchen Verbesserungen gehört es aber auch, dass man im Falle einer Benachteiligung nicht noch ewig um sein Recht streiten muss. Dafür wird es künftig eine Beweislastumkehr geben, sodass im Einzelfall der Träger der öffentlichen Gewalt nachweisen muss, dass keine Benachteiligung vorliegt. Das war gerade auch den Verbänden ein ganz wichtiges Anliegen. Die Kolleginnen und Kollegen der Opposition haben uns heute in der Debatte und auch beim letzten Mal vorgeworfen, wir würden die Verbände nicht ausreichend berücksichtigen. Wer bei der Anhörung gut zugehört hat und wer sich jetzt unseren Änderungsantrag gut durchliest, der kann diesen Vorwurf, Frau Gnade, der kann diesen Vorwurf so nicht aufrechterhalten. Über 20 schriftliche Stellungnahmen haben wir neben der mündlichen Anhörung berücksichtigt.
von den Interessensvertretungen der Menschen mit Behinderungen über relevante soziale Akteure bis hin zu den kommunalen Spitzenverbänden waren alle wichtigen Gruppen vertreten. Für die engagierte Beteiligung, das möchte ich seitens der CDU-Fraktion auch noch einmal sagen, für die vielen Anregungen, Stellungnahmen und Hinweisen, aber auch das Lob sind wir sehr dankbar. Frau Böhm, das am meisten verwendete Formulierung dort war, wir begrüßen das. Das müssten Sie eigentlich auch gelesen haben. Kommt aber bei Ihnen nicht vor. In meiner letzten Rede, liebe Kollegen, habe ich mit Blick auf den Gesetzentwurf aus der vergangenen Legislaturperiode gesagt, dass wir schon damals den aktuellen Entwurf, die Rückmeldungen und Stellungnahmen insbesondere der Verbände nicht beiseite gelegt, sondern sie zu Herzen genommen haben und diese an ganz vielen Stellen auch berücksichtigt haben. Und das gilt auch heute nach der mündlichen Anhörung. Mit unserem Änderungsantrag greifen wir ganz gezielt noch einmal drei Punkte auf, die in den Anhörungen explizit Thema waren. Erstens. Wir fassen die Regelung zur Benachteiligung deutlich weiter. Zukünftig liegt eine Benachteiligung nicht erst dann vor, wenn Menschen mit Behinderungen die Mitnahme oder der Einsatz benötigter Hilfsmittel verweigert wird, sondern auch schon bei einer Erschwernis. Das war ein Punkt in der öffentlichen Anhörung. Zweitens. Wir stellen in § 8 im Bereich der Hörbehinderungen klar, dass sehr unterschiedliche Personenkreise mit unterschiedlichen Bedürfnissen gemeint sind, indem wir explizit Gehörlose, Ertaubte, Schwergehörige und taubblinde Menschen erwähnen. Auch das eine Forderung aus der öffentlichen Anhörung. Und drittens. Wir wollen mit der entsprechenden Regelung und der Anpassung der Geschäftsordnung dafür sorgen, dass die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Inklusionsberats künftig eine Aufwandsentschädigung erhalten. Auch hier eine explizite Forderung aus der Anhörung. In den Anhörungen kam von den einzelnen Akteuren auch die Frage nach der Einrichtung einer Schiedsstelle auf. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Einrichtung einer solchen Schiedsstelle anzustreben, sofern die Notwendigkeit besteht. Dem werden wir auch nachkommen. Nicht erforderlich ist es aber, eine solche Schiedsstelle zwingend im Behindertengleichstellungsgesetz zu regeln. Unabhängig davon, wir haben vereinbart, die Novelle des Hessischen Behindertenbereitstellungsgesetzes zeitnah evaluieren zu wollen. In diesem Zusammenhang wird es dann auch Aufgabe sein, diese Entscheidung zu treffen, ob und wie die Einrichtung einer Schiedsstelle geregelt werden kann. Schnellschüsse, wie sie jedenfalls jetzt gefordert werden, sind da nicht sinnvoll. Ich möchte an dieser Stelle auch noch etwas sagen zu dem Vorwurf, wir würden uns mit der Einbeziehung der Kommunen um das Konnexitätsprinzip drücken. Das stimmt nicht. Ich sage es gerne noch einmal. Schon jetzt sind alle staatlichen Ebenen, vom Bund über das Land bis hin zu den Kommunen, an die UN-Behindertenrechtskonvention und auch an das Benachteiligungsgebot des Grundgesetzes gebunden. Schon jetzt sind auch die Kommunen verpflichtet, gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen. Frau Böhm, Frau Gnade, Ihre Behauptung, wir würden uns bei der Konnexität einen schlanken Fuß machen, die läuft ins Leere. Auch hier hat die Anhörung Klarheit gebracht. Und ganz unabhängig von den Formulierungen zur kommunalen Bindung gab es in keinem der Bundesländer Konnexitätsklagen. Das ist in der Anhörung ja auch noch einmal deutlich hervorgegangen. Und semantische Diskussionen ohne materialrechtliche Auswirkungen, wie Sie es ganz offensichtlich hier führen wollen, die brauchen wir nicht zu führen. Und wo wir bereits beim Vergleich mit anderen Bundesländern sind, Herr Pürsün, Sie haben in einer Pressemitteilung behauptet, der Gesetzentwurf sei mangelhaft. Sie haben das im Übrigen getan, und das ist schon beachtlich, ohne einen einzigen konkreten Verbesserungsvorschlag zu legen. Sie üben hier Fundamentalkritik, und wenn man Fundamentalkritik übt, dann ist es auch sinnvoll und dann ist es auch redlich, wenn man mal zwei Sätze dazu zu Papier bringt, was Sie eigentlich machen wollen. Sie haben es selbst kritisiert. Es war so lange Zeit. Sie haben ganz offensichtlich die Zeit nicht genutzt. Das ist schwach. Aber wenn wir mal ganz konkret in andere Bundesländer schauen, dann fällt auf, dass wir mit unserem Gesetzentwurf hier gut dastehen und in vielen Bereichen ausführliche Regelungen haben. Die Opposition hat heute ja wieder eine ganze Reihe an Forderungen gestellt. Aber interessant ist, dass genau das, was Sie hier an dieser Stelle in diesem Haus anprangern, überhaupt nicht einlösen, da wo Sie am Ende auch Regierungsverantwortung tragen. Da bleiben Sie nämlich weit hinter den hier geäußerten Ansprüchen zurück. Bestes Beispiel Rheinland-Pfalz, wo das Behindertengleichstellungsgesetz ganz schlank gehalten ist. Und das gilt im Übrigen auch, Frau Böhm, auf das von Ihnen geäußerte Gesetz in Thüringen, das ja auch gerade in der Entstehung ist.
Wenn Sie das, was Sie hier fordern, da, wo Sie Verantwortung tragen, auch einlösen, dann wäre die Forderung, dann wäre insgesamt das, was hier vorgetragen worden ist, glaubwürdig. So ist es einfach deutlich zu dünn. Ja, Frau Böhm, das, was Sie hier als Fehlleistung bezeichnen, das machen Ihre Regierungen an anderer Stelle ganz genauso. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss, wir alle wissen, Inklusion ist ein Prozess. Die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag die stehen unter dem Prinzip, weniger behindern, mehr möglich machen. Und das Schritt für Schritt. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf können wir zufrieden sein. Wir sind auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Schad. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zuvorderst, und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft heute. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir in dieser Woche mit dem Gesetz der Regierungsfraktionen das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz endlich an die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung anpassen. Das ist längst überfällig. Dieses Hessische Behindertengleichstellungsgesetz bleibt ja weiterhin ein Rahmengesetz, das allgemeine Ziele zur verbesserten Teilhabe und Barrierefreiheit enthält. Es soll aber nicht mehr nur auf die Landesbehörden beschränkt sein, denn die Verwirklichung dieser Ziele ist und muss Aufgabe aller staatlichen Ebenen sein. Inklusion und Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben sind für uns, sind für die Hessische Landesregierung ein ganz zentrales Anliegen, und deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass das Amt der beauftragten Person für Menschen mit Behinderungen künftig hauptamtlich wahrgenommen werden soll. Genauso gehört dazu aber auch, dass das Land mit gutem Beispiel vorangeht. Beispielsweise, und da können wir uns in Hessen durchaus sehen lassen, bei der Zahl der Beschäftigten mit Behinderungen, die im Landesdienst tätig sind, oder auch, was die barrierefreien Angebote im Internet angeht. Da ist kein anderes Bundesland so weit wie wir mit einer eigenen Beauftragten für diesen Bereich. Das Herzstück des novellierten Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes ist die Anpassung an die Grundprinzipien der Behindertenrechtskonvention, also an gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung in einer barrierearmen und diskriminierungsfreien Umwelt. Das muss alle staatlichen Ebenen erreichen und es nicht nur auf das Land zu beschränken. Wir werden die Kommunen auf diesem Weg mitnehmen und auch landesseitig aktiv Unterstützung anbieten. Und ich will gerade an dieser Stelle auch nochmals auf die neue Funktion der hauptamtlichen Beauftragten oder des hauptamtlichen Beauftragten und ihr Aufgabenbild zurückkommen. Diese Person wird die Kommunen bei der Berücksichtigung und Einbindung von Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung, aber auch bei der Erstellung von Konzepten oder anderen politischen Gestaltungsmaßnahmen gerne beraten und unterstützen. Diese Unterstützung kann beispielsweise in Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden in Form einer gemeinsamen Erstellung von Mustersatzungen in Anspruch genommen werden. Es kann aber auch bedeuten, Gemeinden bei konkreten Einzelfällen diesen Service anzubieten. Wir haben bei der Vorbereitung der Novelle die kommunalen Spitzenverbände ja auch befragt, wie eigentlich die Interessenwahrung vor Ort erfolgt. Und es ist erfreulich zu sehen, dass bereits in 19 von 21 hessischen Landkreisen kommunale Behindertenbeauftragte oder auch Beiräte berufen oder bestellt sind und auch in den kreisfreien Städten und Sonderstatusstädten gestaltet sich die Situation ähnlich positiv. Das zeigt ja, dass die Kommunen dieses Thema auch erkannt haben und sich bereits auf den Weg gemacht haben. Allein bei den kleineren Kommunen besteht noch Nachholbedarf, aber auch hier hat sich in den letzten 5 Jahren viel bewegt. Bei einer Rückmeldequote von über 60% wurde die Zahl der kommunalen Beauftragten und Beiräten landesweit von unter 50 auf über 70% ausgebaut. Und diese über 70%, das war Ende 2016, mittlerweile dürfte sich dieser Wert
nochmals deutlich nach oben bewegt haben. Und auch hier wird die oder der Behindertenbeauftragte durch das neue Hessische Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, regelmäßig über die Entwicklung der Partizipation von Menschen mit Behinderungen an politischen Prozessen vor Ort zu berichten. Viele der Interessenvertretungen, aber auch andere Sachverständige haben im Rahmen der Anhörung zum Ausdruck gebracht, dass dieses Gesetz mehr als ein Schritt in die richtige Richtung ist, sondern dass mit den gegenüber dem Entwurf der vergangenen Legislaturperiode vorgenommenen Veränderungen ein Gesetz entstanden ist, das an einigen Stellen sogar das Bundesgleichstellungsgesetz hinter sich lässt. Ich will exemplarisch die Passage der Zielvereinbarungen nennen, die es abweichend von der Bundesregelung auch kleineren Verbänden erlaubt, in Zielverhandlungen mit Unternehmen einzutreten. Natürlich sind solche Regelungen immer konfliktbehaftet. Den einen geht das alles nicht weit genug, die anderen sehen darin einen Eingriff in ihre unternehmerische Freiheit und befürchten zusätzliche Bürokratie. Was wir wollen, ist in erster Linie eins, nämlich dafür sensibilisieren, Teilhabe auch tatsächlich umzusetzen. Dieser Gesetzentwurf und auch der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen nimmt die Anliegen der Menschen mit Behinderung sehr ernst. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz soll so dazu beitragen, behinderten Menschen gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Da ist zum einen die Verankerung der Beweislastumkehr, die bei allen Angehörten ein positives Echo hervorgerufen hatte. Da ist aber auch das berechtigte Anliegen, dass das HessBGG auch jene Behinderungen umfasst, die durch das Bundesteilhabegesetz zu Recht eine besondere Hervorhebung widerfahren haben, weil das Ausmaß der Beeinträchtigung Teilhabemöglichkeiten deutlich einschränkt. Gemeint ist der Personenkreis der Taubblinden. Das Bundesgesetz hat das neue Merkzeichen TBL eingeführt. Entsprechend ist es auch nur konsequent, auch im Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz den Personenkreis der Taubblinden explizit aufzuführen. Denn bei diesem Personenkreis liegt sowohl eine Hör- als auch Sehbeeinträchtigung erheblichen Ausmaßes vor. Die von diesem Personenkreis genutzte Kommunikationsmethode des Lormens haben wir als eine Form der geeigneten Kommunikationshilfe in der Ausführungsverordnung zum HessBGG bereits aufgeführt. In der Anhörung wurde aber auch deutlich, dass die bisher bereits in § 4 der alten Fassung des Gesetzes enthaltene Formulierung des Vorliegens einer zu beseitigenden Benachteiligung bei Verweigerung der Mitnahme benötigter Hilfsmittel nicht ausreichend ist, um in der Praxis auftretende Sachverhalte eindeutig zu regeln. Und deshalb wird mit dem vorliegenden Änderungsantrag zu dem Gesetz eine richtige und notwendige Klarstellung vorgenommen. Die oberste Maxime muss die selbstbestimmte Teilhabe sein. Und das muss auch dann gelten, wenn Menschen das Mitbringen oder der Einsatz der für ihre Teilhabe erforderlichen Unterstützungssysteme zwar nicht verweigert, aber doch erschwert wird, sodass im Ergebnis doch keine Teilhabe erfolgen kann. Das erleben wir beispielsweise bei E-Rollstühlen, aber insbesondere auch bei Assistenzhunden. Ein mehrfach vorgetragenes Anliegen war die Forderung, den neu installierten Inklusionsbeirat auch finanziell so auszustatten, dass seine ehrenamtlichen Mitglieder in der Lage sind, die Sitzungen des Beirats auch wirklich wahrzunehmen. Dazu gehört neben dem Ersatz der Reisekosten auch die Frage notwendiger Assistenzen, wie beispielsweise GebärdensprachdolmetscherInnen oder Gebärdensprachdolmetscher. Im Kern ein berechtigtes Anliegen, denn es ist klar, nur wenn es den Mitgliedern des Inklusionsbeirats möglich ist, barrierefrei an diesen wichtigen Sitzungen teilzunehmen, dann wird der Beirat als Ganzes auch in der Lage sein, seine Expertise der beauftragten Person umfassend zur Verfügung zu stellen und sie bei ihrer Aufgabe der Politikberatung zu unterstützen. Wir finden es aber richtig, das nicht im Detail ins Gesetz zu schreiben, sondern die personenzentrierten Bedarfe flexibel zu berücksichtigen. Daher soll die Geschäftsordnung des Beirats hierzu Regelungen treffen. Wir werden überdies noch im Laufe dieser Legislaturperiode überprüfen und evaluieren, ob die getroffenen Regelungen ausreichend sind
ob es Korrekturbedarf gibt oder ob Unstimmigkeiten in der Umsetzung es erfordern, eine Schlichtungsstelle oder etwas Vergleichbares einzurichten. In jedem Fall soll eine Fachstelle Barrierefreiheit dabei helfen, den öffentlichen Stellen Kompetenzen auf ihrem Weg zur Barrierefreiheit zu vermitteln. Insgesamt will ich noch einmal sagen, in der von den Fraktionen von CDU und GRÜNEN vorgelegten Novelle und dem Änderungsantrag werden die Anliegen der Menschen mit Behinderungen aufgegriffen und umgesetzt. Mit dem Gesetzentwurf in der Fassung des Änderungsantrags liegt eine gute Grundlage für mehr Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe vor, die mit Leben erfüllt werden muss. Und deshalb, ich wiederhole mich, ist diese Woche eine gute Woche für die Menschen mit Behinderung in Hessen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit sind wir am Ende der Beratungen. Nach § 12 Absatz 2 Nummer 3 hat Frau Kollegin Gnadl für die Fraktion der SPD eine dritte Lesung beantragt. Und nach § 17 Absatz 1 unserer Geschäftsordnung wird ein Gesetzentwurf, der in drei Lesungen zu beraten ist, einem Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung überwiesen. Und es ist vorgesehen, den Gesetzentwurf in der vom SIA empfohlenen Fassung und mit den vorliegenden Änderungsanträgen zur Vorbereitung der dritten Lesung dem SIA wieder zurück zu überweisen. Das ist hiermit geschehen.